So schön, dass du heute hier bist. Und da, wo Jesus ist, da geschehen Heilungen ohne Probleme. Ne? Begrüße noch ganz besonders die Leute jetzt oben im Übertragungsraum. Schön, dass ihr auch da seid. Und die gleiche Salbung ist oben wie hier unten. Ja? Und wenn du gerade zuschaust, zu Hause oder du bist gerade an deinem Handy oder an deinem PC, die gleiche Heilungskraft ist in deinem Zimmer. Da, wo du bist, sag ich die gleiche Kraft. Und ich möchte dich ermutigen, dass du auf Jesus schaust. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Und wir wollen zusammen eine Bibelstelle anschauen. Eine meiner Lieblingspredigten bringe ich heute bei euch. Meistens predige ich immer außerhalb. Heute kommt sie hierher. Markus Kapitel 5. Und wir wollen heute erleben, dass Menschen geheilt werden. Amen. Markus Kapitel 5. Ich spreche heute über die blutflüssige Frau und ihr Geheimnis darüber, wie sie geheilt wird. Markus Kapitel 5, Vers 25. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte und von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war viel mehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam, fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Können wir das mal zusammen sprechen? Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Stark, oder? Hier ist eine Frau beschrieben, die hat 12 Jahre an diesem Blutfluss gelitten, hat vieles erlitten und von den Ärzten und all ihr Geld aufgewendet. Sie hat überall Hoffnung gesucht, überall wollte sie Hoffnung haben und keiner konnte ihr helfen, es wurde immer schlimmer. Ich möchte dich fragen, wie lange ist deine Geschichte? Wie lange ist schon dein Kampf? Wie lange ist deine Herausforderung und sagst, Gott, ich bete schon ein Jahr für eine Hilfe, ich bete schon 2 Jahre, ich bete schon 5 Jahre, schon 10 Jahre. Wie lange ist deine Geschichte? Wie lange bist du schon an diesem Punkt, dass du einen Durchbruch brauchst, eine Heilung brauchst, ein Ergebnis vom Himmel? Wie lange wartest du schon auf dieses Kommen Gottes in dein Leben? Da war diese blutflüssige Frau. Sie hatte alle Top-Ärzte durch. Überall musste sie bezahlen, sie hatte nichts mehr am Ende. Und am Ende hat sie gehört, da kommt jemand in meine Stadt mit Namen Jesus. Vers 27, als sie von Jesus gehört hatte, sie hörte von Jesus. Und als sie von Jesus gehört hatte, kam eine neue Hoffnung. Jeder Arzt konnte nicht helfen, kein Mensch konnte helfen, aber da kommt jemand in meine Stadt. Und sie erzählen von diesem Jesus, wenn er die Hände auflegt, wenn er spricht, dieser Jesus, wenn er da ist, werden Menschen geheilt. Sie hört diese Botschaft von Menschen und sie kriegt Hoffnung. Und in ihrem Verständnis ist eine neue Hoffnung. Ich möchte dich ermutigen, egal wie lange dein Kampf ist, es gibt immer eine Hoffnung. Es gibt immer eine Hoffnung in Jesus Christus. Egal wie lange du schon kämpfst. Wenn Jesus in dein Haus kommt, verändert sich alles. 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 Und diese Frau, sie war abgelehnt. Sie war unrein. Und Leute durften nicht zu ihr. Sie durften nicht zu Menschen. Aber sie hat von Jesus gehört. Sie hat gehört, da gibt es einen Mann. Da gibt es diesen Messias. Und er heilt Menschen. Und diese Frau hat gesagt, ich möchte auch. Ich möchte auch da rein. Ich möchte auch diese Ebene erleben, dass ich geheilt werde. Und was ist dann geschehen? Sie hat von Jesus gehört. Sie kam in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden.
Und sogleich vertrocknete die Quelle und sie merkte am Leib, dass sie geheilt war von dieser Plage. Wow, 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 wow. Stark, oder? Sie hat irgendwas hat sie gehabt, was ein Geheimnis ist. Sie kam zu Jesus, sie hat ihn berührt und mit der Berührung ist die Heilung geflossen. Amen. Mit der Berührung war es zu Ende. Die Krankheit war weg. Aber was hat diese Frau als Geheimnis? Was für ein Geheimnis hat diese Frau? Was hat sie erkannt? Was ist da drin in ihrem Leben? Was hat sie begriffen? Was hat sie gehabt, was Jesus uns unbedingt zeigen will? Und wir wollen da reingehen. Die 5 Schritte des Sieges, ihr Geheimnis. Was ist das Geheimnis von dieser Frau? Was ist das Geheimnis von dieser Frau, die einfach an Jesus reingekommen ist, ihn berührt und die Kraft fließt? Wer von euch will auch einfach Jesus berühren und die Kraft fließt? Das ist so ganz einfach dann. Wir wollen lernen, nicht von mir, wir wollen lernen vom Wort Gottes. Wir wollen lernen von dieser Frau, denn Jesus hat ganz bewusst darauf geschaut, dass diese Frau auch Zeugnis gibt, damit diese Geschichte auch in die Bibel reinkommt. Damit wir im Jahr 2020, wenn du jetzt gerade das Video anschaust, für dich auch aufgenommen wird, damit wir das lernen dürfen. Die 5 Schritte. Und dazu brauche ich 5 Freiwillige, mutige Freiwillige. Wer ist bereit? 5 Stück. Einfach mal nach vorne kommen. Wir haben hier vorne frei gemacht. 5 Stück. Können wir die Kanzel ein bisschen rüberschieben? Ja, auch Männer. Kannst du die Kanzel kurz wegschieben? Wir brauchen 5. Einfach auf die Bühne gehen. 5 Schritte des Glaubens. Wir brauchen also 5 Freiwillige. Das sind 5 Glaubenshelden. Genau. Achtung auf das Wasser. Bisschen hier rüber. Genau. Ja. Genau. Genau. Wunderbar. Okay, schön verteilen bitte. Wir haben Corona-Zeiten. Wir müssen 1,5 Meter Abstand. alles gut. Alles gut. Bis nach vorne kommen. Jawohl. Super. Ich brauche ich später, ja? Ja, 5. Person ohne dich. Ohne mich. Ja. Ich brauche ich später. Noch eine Person bitte. Wunderbar. Okay. Kommst du rüber? Perfekt. Perfekt. Wir machen das jetzt anschaulich. Noch ein bisschen rüber. Super. Ein Applaus für unsere 5. Ja. Diese Frau hat ein Geheimnis entdeckt. Sie hat verstanden, wie sie zu ihrem Sieg kommt. Sie hat verstanden, wie sie zu dem Sieg kommt in Jesus Christus. Sie hat gehört von Jesus. Schritt Nummer 1. Sie hörte. Und du darfst, Monika, jetzt immer, wenn ich dir das Mikro sagen. Hörte. Was? Sie hörte. Sie hörte. Und jetzt voller Glauben. Sie hörte. Amen. Sie hat gehört. Glaube kommt vom... Sehr gut. Glaube kommt vom Hören. Römer 10, 17, da steht drin, der Glaube kommt vom Hören. Das Gehörte vom Wort Gottes. Das, was du hörst, beeinflusst dich. Der zu dir sprechen darf, dem du zuhörst, der beeinflusst dich. Die Geschichte geht weiter. Jesus läuft eigentlich rum mit Jairus. Da ist das Kind gerade tot und er geht, um sie aufzuwecken. Die ganzen Leute, die da rummachen und sagen, oh, die sind gestorben. Da gibt es ein einziges Mal einen Satz von Jesus, der gefällt mir so richtig gut. Er überhörte das Wort, das geredet wurde. Männliche Eigenschaft, ja. Dinge zu überhören. Und ich möchte dich ermutigen, dass du die falschen Sachen überhörst und dass du die richtigen Sachen anhörst. Mach deine Ohren zu für die Leute, die dauernd Trübsal blasen, für die Leute, für deinen Körper, der dir sagt, du bist krank, du bist krank, du bist krank. Mach deine Ohren auf für den König der Könige, der gesagt hat, alles ist möglich für den, der da. So fang an, das zu hören, was das Wort sagt. Nicht das zu hören, was dein Körper sagt. Nicht das zu hören, was die Umstände sagen. Nicht das zu hören, was Menschen zu dir sprechen. Wisst ihr, als ich damals krank war und ich hatte MS und unheilbar das Ding, die Ärzte haben gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Dann kamen Leute zu mir und gesagt, Daniel, wir sind immer für dich da. Wir sind immer da für dich. Du bist ein armer, armer Mann. Und oh, du. Und das ist das Letzte, was ein Kranker braucht, diese Mitleidskultur. Was wir brauchen, sind Glaubensleute. Wir glauben mit dir, wir stehen mit dir, wir beten mit dir, ja. So bitte mach deine Ohren zu für diese tollen Leute, die mit Mitleid Trübsal blasen und mach dein Ohr auf für die, die Glauben sprechen. In Jesu Namen.
Halleluja. Entscheidend ist, was wir hören. Wenn du das Falsche hörst, kommt das Falsche hinein. Wenn du voller Angst immer zuhörst, deine Sorgen und Nöten, zerstört es den Ansatz des Glaubens und somit den Schritt des Sieges, dass du überhaupt bei Jesus Heilung empfangen kannst. Entscheidend, Schritt Nummer eins ist? Sie hörte. Amen. Ich muss noch ein bisschen, wie soll man sagen, mitmachen. Ja? Wenn sie sagt, sie hörte, macht ihr Yes, okay? Oder Amen. Schafft ihr Amen? Ja? Also, los geht's. Sie hörte. Jo, klasse, jetzt passt. Punkt Nummer zwei. Sie dachte. Sie dachte. Bist du bereit? Sie dachte. Sie hat gedacht, was denkst du? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten und Mächte der Finsternis in den himmlischen Welten. Das ist Epheser 6, Vers 12. Unser Kampf ist nicht was irgendein Brief, der vor uns kommt oder die Menschen, die vor uns sind. Unser Kampf geschieht in unseren Gedanken. So, wenn du den Schlüssel des Sieges haben willst in deinem Leben, wie diese Frau, hat sie angefangen zu denken. Sie war zu Hause und sie hat von Jesus gehört. Schritt Nummer eins. Sie hörte. Und dann hat sie angefangen zu? Sie dachte. Sie hat angefangen zu denken und hat gedacht, jetzt, wenn ich zu Jesus kommen werde, werde ich von hinten reingehen. Sie hat einen Plan gemacht, ja. Wenn ich mit Jesus reinkomme, dann werde ich ihn berühren. Sie hat angefangen zu denken, entgegen dem 12-jährigen Gedankenmuster, der in ihr implementiert wurde durch die Krankheit. Wir müssen unser Denken erneuern durch die Erneuerung unseres Sinnes. Wenn du das Richtige hörst, aber das Falsche denkst, verlierst du auch. Nochmal bitte. Ja, ist klar. Amen, ja, sehr gut. Sehr gut. Wir müssen anfangen, das Richtige zu hören und dann das Richtige zu denken. Also Schritt Nummer eins, die Schritt des Sieges ist? Sie hörte. Und danach? Sie dachte. Und danach? Gleich kommt's. Sie sprach, das ist genau deins, ja? Sie sprach. Sie sprach. Der Glaubende spricht. Nicht rumsitzen und warten, bis es geschieht. Der Glaubende spricht, bevor es sichtbar wird. Römer 4, Vers 17 sagt, was wir hier gesehen haben, was hier steht, ist, dass man schon spricht, bevor man sieht. So wie das Zeugnis, das du gerade erzählt hast, sie hat es noch nicht gesehen und der Glaubende spricht schon, bevor er es physisch sieht. Römer 4, Vers 17 sagt, Gott ist einer, der das Nichtseiende ruft, als ob es da wäre. Ich möchte dich ermutigen, wenn du zu Hause rumsitzt und du merkst, es ist überhaupt nichts da von dem, was Gott dir versprochen hat, von dem, was Gott dir verheißen hat. Fang an zu sprechen in Römer 4, Vers 17. Danke Gott, ich spreche es in Existenz für Dinge, die noch nicht da sind. Aber im Glauben sind sie bereits vollbracht am Kreuz von Golgatha, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. So bitte fang an reinzusprechen, Dinge, die du noch nicht siehst, aber so wie wenn es da wäre. Du sprichst das Nichtseiende, als ob es wäre. So ist es wichtig, was wir? Sie dachte. Na, du bist die Sprach, ja? Nicht alles einnehmen. Nein, sie sprach. Genau. Entscheidend ist, wenn wir die Schritte des Sieges haben wollen, ist es wichtig, dass? Sie hörte. Und? Sie dachte. Und? Sie sprach. Sehr gut. Danke für eure Begeisterung. Yes, sehr gut, sehr gut. Schritt Nummer vier, es kommt eins. Sie glaubte. Oh, du hast einen Schlüssel hier, ja? Genau. Sie glaubte. Halleluja. Markus 9, Vers 23 sagt, Jesus sagt, alles ist möglich für den, der da glaubt. Was ist dieses Glaubte? Sie hat geglaubt und Jesus hat am Ende gesagt, wow, dein Glaube hat dich geheilt. Interessant, er sagt nicht, ich habe dich geheilt. Er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Wenn du jetzt gerade oben bist oder zuschaust, die gleiche Kraft ist heute hier. Dein Glaube hat dich geheilt. Die gleiche Kraft. Die fünf Schritte des Sieges, die diese Frau kapiert hat, sie muss darauf achten, was sie hört. Sie muss darauf achten, was sie denkt. Sie muss darauf achten, was sie spricht. Und sie muss darauf achten, was sie glaubt. Und so hat sie es gemacht.
Sie hat gehört von Jesus. Sie hat sich alle ihre Dinge weggenommen, hat nur von Jesus gehört. Dann hat sie angefangen zu denken, hey, ich habe einen Plan, ich gehe da durch und ich werde meine Sinnungen erneuern. Ich komme zu Jesus, ich berühre ihn und es wird zustande kommen. Sie hat schon reingesprochen, bevor es wurde. Wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Schritt Nummer 3, sie sprach. Also sie hat schon gesprochen, alleine bei sich zu Hause. Wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Was sprichst du bei dir zu Hause? In deinem Bad, in deinem Auto, bei dir zu Hause, in deinem Schlafzimmer. Was sprichst du? Die Worte, die du sprichst, haben schöpferische Kraft. Und dann hat sie angefangen zu glauben. Sie hat gewusst, heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Sie hat einen Plan gehabt, die 5 Schritte des Sieges. Aber Schritt Nummer 5 fehlt, nämlich sie handelte. Sie handelte. Sie handelte. Ich kenne so viele Menschen, die hören richtig, die denken richtig, die sprechen richtig und sie glauben. Und ihr ganzes Leben besteht auf Warten, 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 Warten bis zum Lebensende, dann sterben sie und das war's. Sie haben Schritt Nummer 5 vergessen, auch zu handeln. Jakobus 2, Vers 26 sagt, so wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wenn du denkst, dass du glaubst, aber hast keine Handlung, hast nichts, was du tust, in dem Moment ist dein Glaube, du bist zwar ein toller Charismatiker, der irgendwas ausspricht, aber ohne Frucht. So bitte vergiss nicht den Schritt des Glaubens, dass du auch handelst. So viele Menschen sagen, wenn Gott endlich mal meine Ehe rettet, wenn Gott endlich mal meine Finanzen besorgt, wenn Gott endlich mal meine Kinder rettet, wenn Gott endlich mal, endlich mal, endlich mal, und dann warten sie auf dieses endlich mal, 1 Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, und dieses endlich mal ist dann irgendwann zu Ende und dann ist das Leben zu Ende. Nie gehandelt. Warte doch nicht, bis es endlich erledigt ist, sondern geh auf dem Wasser, bevor das Wasser zu Stein wird. Petrus ist im Boot und das Ding auf dem Boden ist Wasser. Er hat auch nicht gewartet, bis endlich mal hier die schönen Steine kommen, ja, dass er mal aus dem Boot steigen kann. Er hat gesagt, auf dein Wort hin. Und dann ist er rausgegangen. Und während er raustritt, in diesem Moment, wo er raustritt, in diesem Moment kommt das Wunder zustande. Ich möchte dich ermutigen, warte nicht darauf, bis endlich mal Gott alle Probleme in deinem Leben löst, sondern mitten, wenn du das Wort empfängst, in diesem Moment, fangst du an zu handeln. Amen. An zu handeln. Noch einmal, sie? Handelte. Yes. Machen wir noch alle 5, also die 5 Schritte des Glaubens oder des Sieges. Sie hörte. Und? Sie dachte. Und? Sie sprach. Und? Sie glaubte. Und? Sie handelte. Und? Jetzt klappt es hier zusammen, ja? Wenn du ein Schlüssel erleben willst, ein Schlüsselerlebnis in deinem Leben haben willst, so wie die blutflüssige Frau, kommt sie von hinten, rührt ihn an, Kraft fließt. Ist es eine Person, die richtig hört? Eine Person, die richtig denkt? Eine Person, die achtet darauf, was sie spricht, schon bevor das zustande kommt, spricht sie das. Eine Person, die glaubt und eine Person, die handelt. Nochmal. Handelt. Ganz wichtig. Bitte, bitte handel im Glauben. Wenn Gott zu dir spricht, mach es. Es ist meistens immer ziemlich, ich will was erklären, ziemlich peinlich, wenn du Dinge tust. Leute werden sagen, du bist verrückt. Stell dir mal vor, Jesus, er kommt da rein. Zu diesem Jairus, wir haben letzte Woche davon gehört, von David Reisenweber. Und er sagt, dieses Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und die Leute lachen ihn aus. Wenn Glaubensleute in Handlung treten, wenn Glaubensleute sprechen, ist es meistens so, dass Menschen dich auslachen. Aber dann kommt der König der Könige und er stellt sich zu dir. Der König der Könige stellt sich zu dir. Und der König der Könige, er wartet auf das Wort Gottes, bis das Wort ausgesprochen wird. Und wenn der König spricht, bestätigt er sein Wort, nicht deine Meinung. Nicht die Meinung der Menschen bestätigt, er bestätigt sein Wort. Und wenn dein Leben auf dem Wort steht, auf dem Glauben steht, dann sind Siege möglich, die unmöglich bei Menschen. Denn was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei? Halleluja. Könnt ihr doch stehen? Ja? Wunderbar. Gut. Diese blutflüssige Frau, sie kommt zu Jesus. Sie hat gehört, sie hat gedacht, gesprochen, geglaubt und gehandelt. Und sie kommt von Jesus von hinten und rührt sein Gewand an. Wir wollen mal reinschauen, wie so ein Gewand aussieht. Ja, weiter. Sie hat die Quaste seines Gewandes angerührt. Weiter.
Es gibt eine Parallelbibelstelle in Lukas Kapitel 8, Vers 44. Was wir gerade gelesen haben, war die Ebene mit, er rührt das Gewand an. Aber eigentlich hat er nicht das Gewand angerührt, sondern die Quaste seines Gewandes. Und das lesen wir in Lukas Kapitel 8, Vers 44. Kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Okay, das ist etwas anderes. Wir gehen gleich rein, was das bedeutet. Nächste Bibelstelle. Markus 6,50 ist eine Parallelbibelstelle und sagt Folgendes. Und wo auch immer er in den Dörfern und Städten oder in den Gehöften hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren durften. Und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Könnt ihr es vorstellen? Da liegen alle rum. Alle rum, alle krank und Jesus läuft durch. Und die rühren ihn an und während sie ihn anrühren, werden alle geheilt. Ist diese Kraft heute noch möglich? Amen. Ich will es wieder erleben. Ich will erleben, dass wir auf diese Ebene kommen des Glaubens. Dass Leute, die am Todesrand sind, reinkommen, eine Berührung mit Jesus erleben und geheilt werden, übernatürlich. Ich möchte erleben, dass wir die Rettung oder die Hoffnung dieser Welt sind. Nicht wegen uns, sondern wegen des Evangeliums Gottes Willen. Halleluja. Und so war das hier. Er läuft in diesen Städten und Dörfern rum und auf den Marktplätzen liegen alle Kranke. Und er kommt und sie rühren diese Quaste des Gewandes an und alle werden geheilt. Wow, wow. Die Berührung, das ist eine Quaste. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Quaste ist, ich musste das auch googeln. Ja, ich bin nicht so, mein Alltag besteht nicht so aus Quasten. So sieht eine Quaste aus. Okay, danke, danke Renate. Eins weiter. Und das kennen wir meistens bei so Doktorhüten. Kennt ihr das? Ja, so ein Doktorhut und dann kommt da so eine Quaste runter. Ja? Jetzt wissen auch die Jüngeren das Bescheid, ich auch jetzt, okay. Und dann, also, oder du gehst in irgendein Schloss und dann siehst du so eine große, nicht Gardine, sondern Vorhang, genau. Genau. Und das wird zusammen gemacht mit so einer Schnur und dann so eine Quaste runter. Das sieht einfach schön aus. Ja? Mehr weiß ich auch über die Dinger nicht. Und das ist ein Herrengewand, ja? Ein Herrengewand, ja? Und Jesus hatte ein Herrengewand an mit einer Quaste. Oder? Jesus wurde ja berührt von der Frau an seinem Gewand. Und an der Quaste seines Gewandes. Seid ihr einverstanden? Habe ich gedacht, Mama, ich brauche für meine Predigt ein Herrengewand mit Quaste. Kannst du mal holen? Ja. Daniel, ich habe Papa predigt schon 40 Jahre, ich musste noch nie was nähen für ihn, für seine Predigt. Aber bei dir muss ich jetzt nähen, ja? Kannst du mal kommen? Wir brauchen jetzt einen gesalbten Lobpreisleiter, ja, der hier Jesus repräsentiert. Kannst du mal nach vorne gehen? Jetzt darfst du mal das Herrengewand anziehen. Wunderbar. Und das Braune, was darunter hängt, ist die Quaste. Wunderbar, das ist der Gürtel. Perfekt. Können wir ein bisschen Platz machen, dass Jesus mal auf die Bühne kommt, ja? Wunderbar. Wenn er fertig angezogen ist, dann geht's gleich los. So, kannst du mal auf die Bühne kommen? Jetzt ein schönes Applaus bitte für unseren. Gut gemacht, Mama. Ist okay für dich, Jesus zu sein? Ja? Perfekt, okay. Gut. Gut. Jesus läuft rum. Kannst du mal ein bisschen rumlaufen da? Ja? Er läuft rum. Und könnt ihr euch vorstellen, ich weiß, ob er so aussah, aber wahrscheinlich ein bisschen würdevoller so. Alles gut. Aber er hat ein Herrengewand angehabt, ja? Und Menschen wollten was von ihm. Alle wollten irgendwas von ihm. Und da hing sowas runter, so eine Quaste. Da hing so ein Ding da runter, ja? Warum auch immer das Ding da war, wir werden es gleich lernen, wozu wir das brauchen. Einfach weiterlaufen. Und Jesus läuft rum und alle Leute wollen was von ihm. Alle Leute wollen was. Und die ganze Menschenmenge ist um ihn herum und alle berühren ihn und alle wollen, dass sie die Hände auflegen. Alle wollen was von ihm. Alle stören ihn. Komm bitte zu meiner Tochter und bitte leg die Hände auf. Und alle wollen irgendwas von Jesus. Tausende von Leuten. Die wollen Heilung, sie wollen Veränderung. Und Jesus ist ziemlich souverän. Machst du sehr gut, ja? Sehr souverän. Nochmal in die Mitte hier, ich brauche die gleich nochmal. Wir wollen mal lesen zusammen, was ist diese Quaste? Und diese Quaste kommt eigentlich aus dem alten Bund. Gott hat es nämlich gesagt, wir sollen das machen. Das ist eine Pflicht
für damals. Wir lesen mal zusammen, was ist diese Quaste? 4. Mose, Kapitel 15, Vers 37. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen sollen. Ja, das ist also hier. Für alle ihre zukünftigen Generationen und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur aus violettem Purpur setzen sollen. Jetzt kommt der Inhalt. Das soll euch zur Merkquaste werden und ihr sollt sie ansehen und dabei an alle Gebote des Herrn denken und sie tun. Und ihr sollt nicht eurem Herzen und euren Augen nachfolgen, deren Gelüst ihr nachhört. Damit ihr an alle meine Gebote denkt und sie tut und heilig seid für euren Gott. Okay? Dieser Gedanke kommt von Gott. Er hat gesagt, an eure Oberkleider bitte eine Quaste dran. Logisch, was macht Jesus? Oberkleid mit Quaste. Ja, heute im Jahr 2020 haben wir Oberkleid mit Quaste. Perfekt. Was hat diese Quaste jetzt zu bedeuten? Was bringt dieses Ding? Das ist eine Merkquaste. Menschen, die Jesus gesehen haben, haben ihn, nicht nur ihn gesehen, sie haben diese Quaste gesehen. Sie haben gesehen, dass es eine Erinnerungs-, eine Merkquaste werden soll für die Leute, dass es bedeutet, diese Quaste bedeutet, dass sie an die Gebote Gottes denken sollen, an die Gebote Gottes sich erinnern sollen. Und in diesem Moment, wenn man diese Gebote sieht und weiß, nicht mehr ich lebe in meinem alten Ding, nicht mehr ich hure nach meinem eigenen Herzen und Augen, sondern ich folge Gottes Gebot, Gottes Wahrheit. Das ist die Bedeutung dieser Quaste. Verstanden? Jetzt kommen wir runter. In diesem Moment, guck mal darüber, als die Frau, sie kam ja von hinten, oder? Die Frau kam von hinten. Diese Frau hat nicht nur Jesus berührt. Diese Frau hat die Quaste seines Gewandes berührt. Als die Frau von hinten kam und die Quaste berührt hat, hat sie sich mit der Berührung eins gemacht mit dem vollständigen Wort Gottes und gesagt, ich unterordne mich dem Wort Gottes. Ein Schlüssel des Sieges ist nicht, dass du dein Leben irgendwie weiterführst. Ein Schlüssel des Sieges ist die Berührung der Quaste Jesu. Und dass du sagst, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich bin bereit, mein eigenes Leben abzulegen. Ich bin bereit, deine Gebote, Jesus, dein Wort, deinen neuen Bund anzunehmen. Ich bin bereit, dich anzunehmen, Jesus. Ich bin bereit, mein ganzes Leben zu verändern. Und mit der Berührung dieser Quaste, sie hätte ja auch hier berühren können oder hier oder egal wo, aber nein, sie kommt zu dieser Quaste und macht sich eins mit dem ganzen Gebot Gottes. Ich möchte dich ermutigen, es gibt nur eine Lösung und diese Lösung liegt im Wort Gottes. Nicht in irgendwelchen anderen Theologien oder anderen Ideen, nur in seinem Wort und das repräsentiert diese Quaste. Ein bisschen weiterlaufen, würdevoll, ja. Und Jesus läuft und alle wollen irgendwas von ihm. Okay, können wir nochmal zusammenkommen. Und alle wollen irgendwas und Leute folgen Jesus und sie berühren Jesus und sie wollen alle irgendwas haben. Und plötzlich, bleib mal stehen, kommt diese Frau und berührt die Quaste seines Gewandes. Und was geschieht? Jesus, was geschieht? Spürt die Kraft, die von ihm ausgeht und die Frau, bam, merkt am Leib, dass sie geheilt war. Jesus bleibt stehen. Wer hat mich angerührt? Wer hat mich angerührt? Die Frau zittert. Die hat Angst. Warum? Weil sie weiß, sie ist unrein. Laut dem Gesetz durfte sie nicht mal rausgehen. Sie durfte niemand anrühren. Und sie musste sich ja durchkämpfen durch die ganze Menschenmasse. Bam, bam. Jede wurde unrein. Bam, unrein, unrein, unrein. Also höchstgradig gegen das Gebot verstoßen. Und jetzt kommt sie zu dem Messias. Sie durfte den Messias nicht anrühren. Was wird jetzt geschehen? Muss sie jetzt sterben? Im alten Bund ist, wenn ein Unreiner einen Reinen anrührt, werden beide unrein. Im neuen Bund, wenn der Unreine den Reinen anrührt, werden beide geheilt. Amen. Das ist unser Jesus. Das ist unser König. Wer hat mich angerührt? Wer hat mich angerührt? Und dann kommen die coolen Jünger, die haben es natürlich immer drauf, ja. Jesus, du weißt, alle rühren dich an, alle berühren dich und du fragst mich, wer hat mich angerührt? Ich möchte einen Schlüssel dir geben.
Du kannst Jesus anrühren wie alle. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Du kannst Jesus nerven wie alle. Man kann ihn nicht nerven, ja. Du kannst beten wie alle. Du kannst zu Jesus kommen wie alle. Oder du kannst zu Jesus kommen mit Glauben. Und wenn du Jesus anrührst mit Glauben, dann bleibt er stehen. Wer hat mich angerührt? Da war Kraft von mir weggegangen. Das war keine Standardberührung, das war eine Berührung aus Glauben. Die gleiche Kraft ist heute hier im Jahr 2020. Wenn du mit Glauben kommst, ist die gleiche Kraft von Jesus heute, wird durch ihn fließen in deinen Körper hinein. Und du kannst heute merken an deinem Leib, dass du geheilt bist. Komm mit Glauben zu Jesus. Komm mit Glauben zu Jesus und rühre ihn an mit Glauben. Komm nicht wie ein Standardmensch, sondern komm mit Glauben. Und wenn du Jesus mit Glauben anrührst, ist die gleiche Kraft, die vor 2000 Jahren geflossen ist, was wir hier symbolisch zusammen machen, die gleiche Kraft ist heute hier durch unseren König Jesus Christus. Amen. Ich möchte dich ermutigen. Erwarte nicht von irgendjemand, erwarte vom König der Könige selber. Und der Schlüssel ist Glaube. Sie kommt von hinten, sie rührt sein Gewand an und die Quaste, Kraft fließt von Jesus. Voll cool, ja? Das Kraft geht aus, er merkt, da geht was weg. Wer war das? Wer war das? Ich möchte im Himmel bekannt sein. Als einer, wenn er zu Jesus kommt, Kraft weggeht von Jesus. Weil ich mit Glauben zu ihm komme. Ich möchte bekannt sein, nicht für einer, der rummacht die ganze Zeit, sondern einer, der im Glauben steht. Ich möchte, dass unsere Gemeinde bekannt ist als eine Glaubensgemeinde, die einmal betet und Kraft vom Himmel kommt und Veränderung kommt zustande. Ehen werden geheilt, Kranke werden geheilt, Depressionen weichen, Angst verschwindet in Jesu Namen, weil wir mit Glauben zum König der Könige kommen und Kraft vom Himmel fällt. Halleluja. Und er hat unendlich viel Kraft. Er hat kein Problem mit Kraft abgeben, ja. Null Problemo, ja. Aber er wartet, wer hat diesen Glauben? Wow, wer war das? Er wollte das hören. Er bleibt stehen. Kennt ihr das Problem von Jairus? Der Jairus hat ihn ja eigentlich gerade unterwegs gehabt. Geh mal darüber. Jairus hat ein viel größeres Problem wie diese Frau. Seine Tochter stirbt gerade. Die waren eigentlich gerade unterwegs. Könnt ihr mal ein bisschen laufen nebeneinander? So, also schön langsam bitte, ja. Die laufen ganz langsam und Jairus, der im Grün, der freut sich. Endlich kommt hier Jesus zu mir nach Hause. Meine Tochter ist am Sterben. Meine Tochter ist am Sterben. Und endlich mal kommt Jesus. Ja, wunderbar, noch ein paar Meter Jesus. Und dann kann endlich meine Tochter geheilt werden. Und dann kommt diese Frau. Rührt ihn an, er bleibt stehen. Wer war das? Jairus, schön demütig, ist daneben, ja, und sagt, Halleluja, Frau, bitte rede schneller. Und sie erzählt die ganze Wahrheit. Sie hat 12 Jahre erzählt, was alles geschehen ist. Was meint ihr, wie lange das gedauert hat? Sie erzählt und sie erzählt und sie kniet sich nieder und erzählt die ganze Wahrheit. Und dieser Jairus, Frau, ist doch egal, zu welchen Ärzten du gegangen bist und was erlebt hast. Ist alles egal. Meine Tochter steht gerade. Er musste Geduld üben. Geduld ist ein Schlüssel des Glaubens, ja? Mach bitte weiter, schneller, schneller, schneller. Und die Frau ist da und sie erzählt und erzählt und erzählt, was alles war. Ja, und sie zittert, ja, sie hat auch Angst. Und hier kommt ein Konflikt zwischen den beiden zustande. Achtung, was jetzt geschieht. Jesus hat gewusst, entweder ignoriere ich die Frau und gehe zu dem Kind. Oder ich lasse das Kind sterben. Und ich gebe der Frau die Möglichkeit, Zeugnis zu geben. Er hat sich für den zweiten Weg entschieden. Denn er hat gewusst, ich bin Herr über Leben und Tod. Ich kann das Kind aufwecken ohne Probleme. Aber ich bin nicht Herr über den freien Willen eines Menschen. Jetzt ist der Moment, Zeugnis zu geben. Wer hat mich angerührt? Und er blickt umher, um die zu sehen, die das getan hat. Und die Frau kommt und gibt Zeugnis. Warum ist das wichtig? Der nächste Punkt. Erzählt dir die ganze Wahrheit. Wenn wir die Wahrheit erzählen, ist das Zeugnis geben ein Schlüssel. Ein Schlüssel, damit deine Heilung vollständig wird. Wenn du etwas erlebt hast, ich möchte dich ermutigen, gib bitte Zeugnis. Sie kniet sich nieder vor Jesus, erzählt die ganze Wahrheit. Sie kniet sich hin und erzählt die ganze Wahrheit. Und der letzte Schritt von dem Schlüssel des Sieges ist, dass du am Ende Zeugnis gibst. Jedes Mal, wenn ich erzähle von dem, was Gott in meinem Leben getan hat, in dem Moment wird meine Heilung noch stärker. Und Jesus hat gewusst, ich muss dieser Frau die Chance geben, Zeugnis zu geben, damit diese Geschichte in der Bibel drin steht überhaupt. Sonst würde es ignorieren. Und dann sagt er, erzähle. Und sie erzähle, wird heute ein Segen für Tausende.
Ich möchte dich ermutigen, deine Zeugnisse sind nicht dein Privatvergnügen. Deine Zeugnisse haben ein Ziel, es zu erzählen. Ja? Danke für das Zeugnis heute. Ja? Bitte erzähl, wenn du beim Kaffeekranz irgendwo bist, von dem, was Gott gemacht hat. Bitte erzähl, wenn du telefonierst, von dem, was Gott gemacht hat. Bitte red nicht nur über das Wetter und über die Probleme. Erzähl, was Gott in deinem Leben getan hat. Das ist doch unsere Aufgabe. Wir sollen seine Zeugen sein. Deswegen sind wir auf dieser Erde. Wir haben nur diesen einen Job hier. Seid meine Zeugen. Verstehst du? Und deswegen, Jairus, wartet da, mach mal bitte schneller, musste Geduld üben. Und Jesus hört die ganze Geschichte an. Jesus hat keinen Stress. Das Kind stirbt. Aber sie erzählt die ganze Wahrheit. Und dann wird er gewusst, ich gehe einfach rüber, ich wecke ihn wieder auf, dieses Kind. Ja? Talita, komm, ich sage dir, steh auf. Wenn du die Geschichte hören willst, letzten Samstag wurde hier eine super Predigt gepredigt. Und der Jairus hat auch eine Heilung erlebt, nämlich eine Totenauferweckung von dem. Ja? Wir glauben, dass tote Dinge, deine Hand, auferweckt werden in Jesu Namen. Ja? Amen. Kannst du dich hinsetzen? Die blutflüssige Frau, sie erzählt die ganze Wahrheit, sie erzählt alles. Und dann kommt am Ende ein Zuspruch. Ein Zuspruch. Der Zuspruch von Jesus. Kannst du mal nach vorne wieder? Vier Dinge werden hier gesagt. Sei guten Mutes. Dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Das tun wir ziemlich übersehen manchmal am Ende. Aber das, was Jesus hier macht, ist den Deckel drauf. Ja? Sei guten Mutes. Sei guten Mutes. Jetzt noch mit würdevoller Glaubensstimme. Sei guten Mutes. Das war jetzt auch voller Glauben, jawohl. Sei guten Mutes. Was bedeutet das? Die Zeiten der Trübsal sind zu Ende. Sei guten Mutes. Wenn Jesus das spricht in dein Leben hinein, spricht er, die Zeiten der Trübsal sind zu Ende. Die Zeiten der Depression sind zu Ende. Die Zeiten der Enttäuschung sind zu Ende. Die Zeiten der Ablehnung sind zu Ende. Und wenn du zuschaust und du erlebst seit Jahren Ablehnung oder Verdammnis oder Druck in deinem Leben, kommt Jesus in dein Leben und spricht. Sei guten Mutes. Und er spricht es hinein und er weiß ganz genau, mit seinem Wort kann dein ganzes Leben sich verändern. Ab heute ist ein Tag, wo deine Depression zu Ende ist, in Jesu Namen. Durch die Worte, die Jesus gesprochen hat. Jesus macht nicht nur ein körperliches Problem weg. Jesus heilt vollständig. Und dann sagt er, das Zweite, kannst du ablesen. Sei gesund von deiner Pflege. Von der Plage. Und das Zweite, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Sei guten Mutes, dein Glaube hat dich geheilt. Und dein Glaube hat dich geheilt, hier steht nicht drin, ich habe dich geheilt, ich, Jesus, habe dich geheilt. Sondern, können wir es zusammen sagen, das Zweite? Dein Glaube hat dich geheilt. So oft ist das im Wort drin. Der Hauptdienst, den ich tue mit meinem Zeugnis, mit dem Rumpredigen, ist Glaube zu wecken. Damit eins geschieht, dass Jesus in dein Leben kommt und zu dir spricht, dein Glaube hat dich geheilt. Wenn du zuschaust, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. In meinem eigenen Leben muss ich Glauben aufbauen, die ganze Zeit. Mit einem Ziel, dass Heilung zustande kommt. Ich bin so dankbar für alle Leute, die mir geholfen haben. Aber die Schlüssel des Sieges sind ja folgende. Ne? Sie hörte. Und? Sie glaubte. Und? Sie sprach. Und? Sie glaubte. Jawohl, und? Sie handelte. Ganz wichtig. Amen. So bauen wir Glauben auf. Und dann kommt Jesus, wenn du ihn berührst an seiner Quaste, diesem Moment fließt Kraft in dein Leben hinein. In diesem Moment kommt der Deckel oben drauf und er sagt, sei guten Mutes und dein? Dein Glaube hat dich geheilt. Amen. Und sie hat einen Frieden. Wow, mein Glaube hat mich geheilt. Und dann sagt er, geh hin in Frieden. Geh hin in Frieden. Jesus ist der Einzige, der Frieden geben kann. Die Welt sucht Frieden und sie finden es nicht. Die Welt sucht Frieden in Geld, in manchen Abhängigkeiten, manche suchen den Frieden in Karriere, manche in Beziehungen und keiner findet Frieden. Es gibt nur einen Frieden und das ist vom Friedenskönig selber, Jesus Christus, vom Friedefürst. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, mein Frieden gebe ich euch. Wenn Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden, ist man auf einer Position, die man in dieser Erde gar nicht erreichen kann. Nur durch Jesus Christus kann man diesen Frieden erreichen. Halleluja. Diesen Frieden gibt es nur in Jesus. Kostenlos.
das, was andere 10.000 dafür ausgeben, um das zu bekommen und es nicht finden, gibt es kostenlos bei Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Frieden suchst, wenn du die Erfüllung suchst, wenn du Sinn im Leben suchst, es gibt es nur bei einem und das ist Jesus Christus, der da sagt, geh in Frieden. Amen. Yes. Und dann das Letzte, sei gesund von deiner Plage. Sei gesund von deiner Plage. Sei gesund von deiner Plage. Jesus tut nicht nur die Krankheit weg und gibt dir Heilung, sondern er spricht hier, sei gesund, konstant. Er gibt, zweite Stufe, er gibt dir konstante Gesundheit. Das Erlösungswerk Jesu ist, dass er dich frei gemacht hat, die Sünde weggenommen und ewiges Leben gegeben hat. Da drin auch ein Teil vom Tausch am Kreuz, wir haben es gestern ausführlich gelernt, ist, dass er die Krankheit wegnimmt und Heilung gibt. Aber gleichzeitig hat er die Position, dass er konstante Gesundheit für dich vorbereitet hat. Mit den Worten, sei gesund von deiner Plage. Noch einmal, sei guten Mutes. Sei guten Mutes. Dein Glaube dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Sei gesund von deiner Plage. Jetzt können wir ein großes Amen hören. Amen. Danke. Kannst dich wieder hier bei den Damen hier. Jawohl. Der Zuspruch Jesus, sei guten Mutes, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage, ist der Punkt, wo Jesus den Deckel drauf macht und es reinspricht in dein Leben. Wir wollen nochmal zusammen hören, was sind diese Schritte des Sieges? Sie hörte. Und? Sie glaubte. Und? Sie sprach. Und? Sie glaubte. Und? Sie handelte. Applaus. Danke. Ich möchte dich ermutigen, wenn du heute zu Jesus kommst, ist die gleiche Kraft, die vor 2000 Jahren gewirkt hat, die Geschichte, die wir gerade aufgebaut haben, die gleiche Kraft ist heute in deinem Zimmer, heute im Übertragungsort, heute hier in diesem Ort, wo wir hier zusammen sind, die gleiche Kraft. Und bevor wir den Livestream zumachen, wir wollen noch in die geistliche Atmosphäre reingehen und gucken, was der Heilige Geist gleich was er gleich heilen will. Ja? Können wir einfach in Zungen ein bisschen beten? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir beten jetzt, dass jetzt kreative Wunder geschehen in Jesu Namen. Kreative Wunder. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Geben dir die Ehre. Geben dir die Ehre, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und die Gegenwart Gottes ist hier in diesem Raum. Die Gegenwart Gottes ist oben auch. Und da, wo du bist, zu Hause, ist die Gegenwart Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt wie die blutflüssige Frau mit Glauben zu Jesus kommst. Ich werde gleich ein paar Dinge aussprechen. Und während ich sie ausspreche, werden Menschen berührt werden. Und du wirst in deinem Leib merken, dass du von der Plage geheilt bist. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du nicht so kommst wie jeder, sondern dass du heute kommst mit Glauben. Mit Glauben. Berühre Jesus mit diesem Glauben, den auch diese Frau hatte. Höre das Richtige, denke das Richtige, sprich das Richtige, glaube und handle. Danke, Jesus. Ich sehe, wie Schlaflosigkeit jetzt beendet wird. Hier ist die Kraft Gottes und vielleicht kämpfst du schon lange mit Schlaflosigkeit. Nur wenige Stunden, ganz wenig. Und ich sehe, wie Jesus jetzt reinkommt in dein Leben. Und mit einem Wort, sei gesund. Sei gesund von deiner Plage. Es ist erledigt. Nimm es im Glauben. Ich sehe Depression, die jetzt geheilt wird. Wir zerbrechen jetzt in Jesu Namen Depression und wenn du zuschaust, wir zerbrechen diese Knechtschaft über dein Leben. Und wir sprechen aus, dass neue Freude in dein Leben hineinkommt. Sei guten Mutes.
sei voller Freude. Wir zerbrechen diese Werke des Feindes. Und wir danken, dass neue Glaube reinkommt in Jesu Namen. Wir zerbrechen es hier in diesem Raum in Jesu Namen. Beten jetzt für Ohren, die aufgehen. Ich möchte dich ermutigen, bleib im Glauben. Nur im Glauben empfängst du. Das Wort wird gesprochen und wenn du es im Glauben ergreifst, bekommst du es. Wir zerbrechen jetzt jede Hörschaden in Jesu Namen. Und wir beten jetzt für vollständige Ordnung, dass die Ohren jetzt aufgehen in Jesu Namen. Ohren geht auf in Jesu Namen. Ohren geht auf in Jesu Namen. Wir zerbrechen jede Hörschaden, jede Schwerhörigkeit jetzt in dem Namen des Herrn. Wie heißt das Ding da? Die Verse, ja. Wir beten jetzt, Vater, für Fersen. Ich sehe, dass Fersen Probleme sind. Und Gott will diese Fersen jetzt heilen. Ich bete jetzt für neue Fersen in Jesu Namen. Ich bete jetzt für Fersen, die geheilt werden zu Gottes Ehre. Und ich zerbreche jetzt jeden Schmerz und jede anatomische Sachen, die jetzt kaputt gegangen sind da drin. Und wir beten für neue Fersen, vollständig geordnet. Und Knöchel, ich sehe auch Knöchel. Knöchel in Jesu Namen, kommt in die Ordnung Gottes jetzt. Knöchel kommt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Ich spreche Heilung aus über deine Knöchel in Jesu Namen. Nimm es im Glauben, ergreife es im Glauben. Ergreife es im Glauben. Ich sehe Magenprobleme. Wenn du Magenprobleme hast, leg mal deine Hand auf deinen Magen. Wir zerbrechen jetzt in Jesu Namen jeden Magenproblem. Alles, was jetzt Probleme macht im Magenbereich. Der Darm, wir sprechen zum Darm hinein, komm in die Ordnung Gottes, in Jesu Namen. Wir sprechen Ordnung hinein in den Darmbereich jetzt, in dem Namen des Herrn. Augen, Augen. Danke, Jesus, für neue Augen. Nicht nur physische Augen, sondern auch geistliche Augen. Wir beten, dass Augen jetzt geheilt werden in Jesu Namen. Dass da, wo Augenprobleme sind, jetzt Ordnung Gottes kommt in Jesu Namen. Ich bete, dass deine Fülle jetzt fließt in Jesu Namen zu deiner Ehre. Und ich danke dir, Vater, dass jetzt die Ströme der Heilung fließen in den Augen in Jesu Namen jetzt zu deiner Ehre. Zerbrechen jede Fluch in Jesu Namen, jede Augenschwäche, jedes, was zerstört wurde, jetzt in dem Namen des Herrn. Und wir sprechen deinen Segen hinein. Vollständige göttliche Schöpfungsordnung in Jesu Namen. Jetzt. Krebs, weiche. Krebs, weiche. Krebs, wir sprechen zu dir. Erhebe dich. Wirf dich ins Meer. Und verschwinde aus diesen Körpern jetzt. Wir sprechen zu diesem Berg des Krebses. Erhebe dich, wirf dich ins Meer und komm nie wieder zurück. Wir zerbrechen mit der Einheit des Glaubens jede Krebszelle hier in diesem Raum, hier in dem Übertragungsraum, in dem Bereich, wo die Menschen jetzt zuschauen. Krebs sei zerstört in Jesu Namen. Zerbrechen diese Lüge des Feindes. Wir beten jetzt für vollständige Ordnung in Jesu Namen. Wir danken dir, dass jetzt neue Kraft zustande kommt, dass jede Zelle sich unter dem Ordnung Gottes sich unterordnen muss in Jesu Namen. Und wir sprechen aus, sei gesund von deiner Plage. Dein Glaube hat dich geheilt. Und wir sprechen hinein, dass neue Kraft jetzt fließt in Jesu Namen. Die Kraft des Heiligen Geistes jetzt fließt. Und das Blut Jesu fließt in deinen Körper hinein in Jesu Namen. Und wir zerbrechen diese Qual des Krebses über dein Leben. Und wir zerbrechen es jetzt in dem Namen des Herrn. Und ich danke, dass jetzt Krebs ein Ende hat in deinem Leben, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke. Bauchspeicheldrüsenkrebs verschwinde in Jesu Namen. Prostatakrebs verschwinde in Jesu Namen. Magenkrebs und Darmkrebs verschwinde in Jesu Namen. Brustkrebs verschwinde in Jesu Namen. Im Kopfkrebs verschwinde in Jesu Namen. Wir zerbrechen jede Art des Krebses, die jetzt da durchkommen will, sei zerbrochen in dem Namen des Herrn. Und der Herr spricht, dein Glaube hat dich geheilt. Sei gesund von deiner Plage. Sei gesund in Jesu Namen. Hier ist die Gegenwart Gottes. Voll cool. MS. Verschwinde. In Jesu Namen MS, weiche. MS, du hast kein Recht, Menschen zu binden. MS, weiche in Jesu Namen. Du hast kein Recht. Wir zerbrechen diese MS-Sache jetzt in Jesu Namen. Ich sehe Angst.
Und ich sehe, wie der himmlische Vater kommt mit seiner Liebe in dein Herz. Und der Herr sagt zu dir, meine vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht, jede Angst. Und Vater, wir beten jetzt, wenn du Angst, mit Angst kämpfst, ich lade dich ein, mach einfach deine Arme so auf. So, ja. Und Vater, wir beten, dass neue Liebe reinkommt in deine Hände. Dass neue Liebe reinkommt in dein Herz. Und dass die vollkommene Liebe jede Angst austreibt, jetzt. Und ich spreche aus im Glauben, du hast nicht den Geist der Angst bekommen. Du hast nicht den Geist der Angst bekommen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wir sprechen hinein jetzt vollständige Ordnung. Angst, erhebe dich und verschwinde in Jesu Namen. Du hast kein Recht, hier drin zu bleiben, denn die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus in Jesu Namen. Raus, 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 jetzt in Jesu Namen. Jede Angst, jede Furcht weiche jetzt in dem Namen des Herrn. Du hast kein Recht, drin zu bleiben. Und wir ziehen die Wurzel der Furcht jetzt raus. Die Wurzel der Krankheit jetzt raus. Die Wurzel, und wir beten für Vergebung. Und ich sehe, wie du anfängst zu vergeben. Und während du vergibst, wird die Wurzel der Krankheit, die Wurzel der Angst ist rausgezogen in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Und ich sehe, wie Hoffnungslosigkeit jetzt beerdigt wird. Hoffnungslosigkeit ist jetzt zu Ende. Und Gott gibt dir neue Freude, neue Hoffnung. Und Gott will eine lebendige Hoffnung für dich sein. Diese lebendige Hoffnung. Wenn du Hoffnungslosigkeit hast, ich möchte dich ermutigen, nimm Jesu Hoffnung ganz neu an. In Jesu Namen. Nieren. Nieren kommt in die Ordnung Gottes jetzt. Ich sehe, dass Nieren und Leber sehe ich, die zerstört sind oder schwach sind oder die Leistung abgenommen hat. Wir beten zu diesen Nieren, dass die Nieren in die Ordnung Gottes kommen, jetzt in Jesu Namen. Vollständige Ordnung Gottes. Leber kommen in die Ordnung Gottes. Wenn es zerstört wurde von bestimmten Dingen, wir beten für vollständige Ordnung von Lebern und Nieren, jetzt in Jesu Namen. Jetzt in Jesu Namen. Vater, wir beten für kreative Wunder. Kreative Wunder, die sich jetzt ausbreiten in Jesu Namen. Danke, Jesus. Kreative Wunder in Jesu Namen. Ich sehe Zehen am Fuß, die sind verformt. Durch was auch immer, keine Ahnung. Ich spreche aus, gerade Zehen in Jesu Namen. Jetzt. Gerade in Jesu Namen. Es macht dir bestimmte Schmerzen, es macht bestimmte Schmerzen in deinem Leben. Beim Laufen oder ich weiß nicht wo. Und Jesus ordnet die Sache jetzt im Namen des Herrn. Wir sprechen Ordnung jetzt hinein. Jedes einzelne Zeh, jeden Zeh in Jesu Namen. Sprechen Ordnung hinein, dass Dinge sich jetzt begraben in Jesu Namen. Ich möchte dich ermutigen, im Glauben zu bleiben und während dieses Wort ausgesprochen wird, es im Glauben zu ergreifen. Das ist der Schlüssel. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Weil ich bete für kreative Wunder, dass Gliedmaßen nachwachsen in Jesu Namen. Nachwachsen in Jesu Namen. Danke dir für kreative Wunder in Jesu Namen. Weil wir sprechen aus, dass wir auf eine neue Ebene der Heilung kommen wollen. Dass nicht Menschen es lösen, sondern der himmlische Vater es löst in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wie heißt diese Sehne, wenn man da zu viel tippt? Sehenscheide, dass ihr uns veräußert. Profis hier, ja? Wir sprechen zu den Sehenscheidenentzündungen jetzt. Tennisärme. Wir sprechen zu diesen Dingen jetzt. Da, wo Entzündungen sind. Sehenscheidenentzündungen, Tennisärme. In Jesu Namen kommt in die Ordnung Gottes jetzt. In Jesu Namen. Ich spreche hinein, dass keine Entzündung da drin Platz hat, sondern raus muss. Ich sehe ganz viele andere Entzündungen im Körper drin, verschiedene Entzündungen. Und wir zerbrechen diese Entzündungen jetzt in dem Namen des Herrn. Wir sprechen göttliche Schöpfungsordnung hinein in dem Namen des Herrn, in diesen Körper jetzt. Und wenn du zuschaust und du hast es, ich möchte dich ermutigen, ergreife es. Ergreife es im Glauben, ergreife es. Nimm es im Glauben. Nimm es im Glauben. Jesus. Allergien.
Allergien, erhebt euch und wirft euch ins Meer. Du bist frei in Jesu Namen ab jetzt. Du bist frei in Jesu Namen ab jetzt. Du bist frei in Jesu Namen ab jetzt. Allergien haben keinen Platz mehr in deinem Leben. Und ich will erheben diese Allergie und verschwinde in Jesu Namen. Du hast kein Recht, dieses Königskind zu binden, jetzt in dem Namen des Herrn. Vielleicht schaust du zu und hast noch nie Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland aufgenommen. Ich möchte dich ermutigen, triff eine Entscheidung für Jesus Christus. Es geht nicht um ein Produkt der Heilung, es geht um eine Beziehung zum Heiler. Und dieser Heiler, er möchte eine Beziehung mit dir haben. Jesus Christus liebt dich von ganzem Herzen. Triff eine Entscheidung für Jesus. Er will dich retten. Eines Tages ist die Zeit auf dieser Erde zu Ende. Und er wird dich wiedersehen als der Schöpfer. Und er wird vor dir stehen. Und wird fragen, hey, hast du mir dein Leben für mich gelebt? Ich möchte dich entscheiden, ab heute einen Wendepunkt zu machen in deinem Leben. Einen Wendepunkt für Jesus Christus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sehe Zahnprobleme. Zahnprobleme. Und Vater, wir beten jetzt, dass diese Zahnprobleme jetzt ein Ende haben in Jesu Namen. Da, wo die Ärzte nicht weiterhelfen können, da kann der Arzt der Erste weiterhelfen. Denn ich bin der Herr, der dich heilt, spricht der Herr. Wir sprechen jetzt hinein. Zahn- und Kieferprobleme. Ich bete jetzt für Kieferprobleme, dass sie in die Ordnung Gottes kommen in Jesu Namen. Zahnprobleme, Kieferprobleme, jetzt kommt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Jetzt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Jetzt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Vollständige Ordnung in Jesu Namen, auch vom Beißen in Jesu Namen, von der Bewegung. Wir sprechen göttliche Schöpfungsordnung hinein, jetzt in dem Namen des Herrn. Zahn- Kieferprobleme, kommt in die Ordnung Gottes, jetzt in dem Namen des Herrn. Übersensibilität in den Zähnen, wir beten jetzt für vollständige, gute Sensibilität und dass deine Herrlichkeit sich jetzt ausbreitet in Jesu Namen. Wir zerbrechen jede Fehlstellung und jedes Falsche im Bereich der Zähne und des Kiefers jetzt im Namen des Herrn und wir danken dir für vollständige Ordnung, die jetzt fließt. Jetzt fließt in Jesu Namen, jetzt fließt in Jesu Namen. Vollständige Ordnung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sehe verschiedene lange Beine. Also der eine ist kürzer wie der andere. Wir sprechen jetzt hinein, sei gleich lang in Jesu Namen. Komm in die Ordnung Gottes, jetzt. Komm in die Ordnung Gottes, jetzt. Komm in die Ordnung Gottes, jetzt. Wir sprechen hinein, dass eine göttliche Schöpfungsordnung jetzt hineinkommt, in deine Beine hinein, dass alles gleich lang ist. Hui, Rücken, Halleluja. Endlich kommt der Rücken dran. Wenn du ein Problem hast mit dem Rücken, leg mal die Hand auf. Wir sprechen jetzt hinein. Rücken, komm in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Rücken, komm in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Wir zerbrechen jeden Stolz jetzt in dem Namen des Herrn. Jede Rebellion in dem Namen des Herrn. Und wir beten jetzt für vollständige Heilung, Geist, Seele und Leib. Vor allem Vergebung, die jetzt fließt in Jesu Namen. Und wir danken dir, dass sie jetzt Auswirkungen haben wird auf den Rücken in Jesu Namen. Wir beten jetzt für vollständige Ordnung des Rückens in Jesu Namen. Bandscheiben, kommt in die Ordnung Gottes jetzt. Bandscheiben, kommt in die Ordnung Gottes jetzt. Bandscheiben, kommt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Wir beten für neue kreative Wunder in Jesu Namen, dass die Ärzte nur staunen werden von dem, was da geschehen ist. Wer hat euch operiert? Der König der Könige, Jesus Christus. Und wir danken dir, dass jetzt neue Bandscheiben zustande kommen, neue Rückenebenen jetzt geschehen in Jesu Namen. Bin für neue Kraft, für Ordnung Gottes jetzt in dem Namen des Herrn. Kreative Wunder jetzt in dem Namen des Herrn. Wir zerbrechen jede Qual und jede Zerstörung, die im Rückenbereich zustande kommt. Und wir danken dir, dass neue, frische, gerade Rücken jetzt geschehen in Jesu Namen. Zu deiner Ehre. Jede Skoliose, hör auf in Jesu Namen und werde wieder gerade in Jesu Namen. Jede Verschiebung jetzt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Wir zerbrechen jede Krankheit im Bereich des Rückens jetzt. Und wir danken dir für vollständige Ordnung in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.
Und ich sehe, du bist gerade zu Hause in deinem Zimmer und du spürst an deiner rechten Seite, das hat irgendwas mit der Hüfte zu tun, du spürst, dass da was geschieht gerade. Und ich sehe, wie so ein Engel Gottes neben dir ist und er berührt deine rechte Seite hier. Und während du gerade zuschaust, während du das gerade hörst, mach der Heilige Geist und mach dieser Engel der Heilung, mach das jetzt in deinem, ja, an deiner Seite. Und wir sprechen hinein, Heilung in den Hüften jetzt in Jesu Namen. Heilung in den Hüften jetzt in den Namen des Herrn. Ich sehe Knie, die jetzt berührt werden. Und ich spreche hinein, Knie kommt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Knie kommt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Knie, ihr habt die Aufgabe zu dienen und nicht zu stören in Jesu Namen. Knie kommt in die Ordnung Gottes jetzt. Neue Kniefunktion, alles was da notwendig ist in Jesu Namen wird jetzt wiederhergestellt. Kreativ vom Himmel, jetzt in dem Namen des Herrn. In Jesu Namen. Ich sehe, Ehepaare haben Kinderwunsch und es klappt lange nicht. Wir beten jetzt als Gemeinde, dass dieses Geschenk der Geburt zustande kommt. In Jesu Namen. Wir beten jetzt, dass alles aufgeht, was dazu ist in Jesu Namen. Alles, was kaputt ist oder was verschoben ist oder was nicht funktioniert. Wir danken dir für vollständige Heilung bei dem Mann und bei der Frau. In Jesu Namen. Wir danken dir, dass dieser Wunsch zu einem Kind, so wie bei der Hanna wird, es wird ein erbetenes Kind. Und dieses Kind, spricht der Herr, wird nicht nur deine Nöte, wird nicht nur deinen Wunsch heilen. Es wird die Not des ganzen Volkes berühren. Und wir nehmen diese Kinder in Empfang im Glauben und wir nehmen es in Empfang und wir danken dir, dass diese Kinder erbetene Kinder, geliebte Kinder sein werden in Jesu Namen und dass sie eine Antwort werden für die ganze Nation in Jesu Namen. Wir zerbrechen jede Blockade in diesem Bereich, dass sie jetzt aufgeht und Heilung es fließt in Jesu Namen. Heilung fließt in Jesu Namen. Ich sehe Nacken, wie der verschoben ist. Also irgendwas ist da krumm oder ist irgendwie, ich weiß nicht, ob da ein Bandscheibenvorfall war oder irgendwas, aber du kannst nicht bewegen. Und das ist irgendwie krumm und das stört dich beim Arbeiten, beim Gucken und beim Leben und beim Schlafen auch. Und ich spreche zu diesem Nacken jetzt, komm in die Ordnung Gottes. Sei frei in Jesu Namen. Sei geheilt in Jesu Namen. Komm in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Jetzt. Epilepsie, weiche. Epilepsie, weiche. Sei gesund von deiner Plage. Jetzt. Und ich sehe, wie die Kraft Gottes jetzt durch den Körper fließt. Und während es durch den Körper fließt, muss die Epilepsie rausgehen, in Jesu Namen. Wir zerbrechen diesen Geist der Epilepsie, wir zerbrechen diese Krankheit der Epilepsie, wir zerbrechen alles, was da versucht, epileptische Anfälle zu produzieren und wir danken dir für vollständige Ordnung in den Nervenbereichen jetzt, im Kopfbereich jetzt, in Jesu Namen. Und ich danke dir, Vater, für vollständige Ordnung jetzt in dem Namen des Herrn, zu deiner Ehre. Vollständige Ordnung. Vater, wir beten jetzt für psychische Krankheiten. Wir danken dir, dass psychische Krankheiten für dich kein Problem sind, Jesus. Wir beten für kreative Wunder im Kopf, kreative Wunder in der Seele, kreative Wunder im Verstand, kreative Wunder in Jesu Namen, zu deiner Ehre. Wir beten jetzt, Vater, dass diese Tür des Gefängnisses jetzt aufgeht in Jesu Namen, zu deiner Ehre. Vollständige Ordnung vom Himmel jetzt, in dem Namen des Herrn. Jetzt in dem Namen des Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lungen. Ich sehe Lungen, die jetzt berührt werden.
Und der Herr spricht, nimm mein Odem. Tu mein Odem einatmen. Während du mein Odem einatmest, mein Leben einatmest, wird Lungen geheilt, werden Lungen jetzt geheilt in Jesu Namen. Und ich spreche hinein, Lungen kommt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Sei frei, sei geheilt, jetzt in dem Namen des Herrn. Jetzt in dem Namen des Herrn. Danke, Jesus. Amen. Wer von euch hat was gespürt heute an seinem eigenen Körper? Preist den Herrn. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wenn du oben bist, erzählst den Leuten da oben. Wenn du zuschaust gerade online, schreib eine E-Mail oder melde dich einfach hier. Wunderbar, dass du heute dabei warst und zugehört hast diesem wunderbaren Wort über Heilung, die Gott uns schenkt, versprochen hat in seinem Wort. Ich glaube, dass du unheimlich aufgebaut bist im Glauben. Und das ist das Wichtigste. Weißt du, wir brauchen den Glauben, um dahin zu kommen, wo uns Gott hinruft, in seine Arme. Genau. Und weißt du, Jesus möchte persönlich berühren. Das hat er immer gemacht, als er auf Erden war. Und das tut er auch heute noch durch seine Gemeinde. Und auch wir möchten dich persönlich berühren können. Ja, du warst jetzt nicht hier im Gottesdienst, aber du kannst anrufen. Wenn du jetzt im Livestream mit dabei warst, dann ruf doch gerade jetzt an und jemand wird dich am Telefon erreichen, mit dir beten. Genau, wenn du den Video angeschaut hast, dann denk dran, wir haben Bürozeiten, an denen du auf jeden Fall anrufen kannst und wir sind bereit, mit dir zu beten. Wichtig ist, dass du im Glauben stehen bleibst. Den Glauben, den du jetzt wieder neu gewonnen hast. Bleib stehen in diesem Glauben und denk an die Verheißungen Gottes. Sie sind wahr für dich. Und wenn du sie mit deinem Mund bekennst, in deinem Gebet, dann kann Gott auf dich eingehen und dich ganz persönlich berühren in deiner Gebetszeit. Denn Gott ist so gut. Seine Gnade ist da. Jawohl, es geht letztendlich doch um seine Gnade. Heilung ist die Gnade Gottes. Sie ist da für dich. Es ist die Gnade, die dich auch durchträgt bis zu dem Tag, dass du deine Heilung wirklich sehen kannst. Ja, empfangen, das tust du jetzt schon im Glauben. Aber sehen wirst du sie durch die Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes wird dich bis zu diesem Tag durchtragen. Ja, bis zu diesem Tag, dass wir bei ihm sein werden. Und denk dran, sei dankbar. Ja, sage heute schon Dank dafür. Sag Danke für deine Rettung. Dank für deine Heilung. Und das ist der Weg, mit dem du jetzt unterwegs sein darfst, in Dankbarkeit. Möge der Herr dich segnen und bleib dabei. Wir sehen uns wieder. Der Herr mit dir. Tschüss. Danke, dass du zugeschaut hast. Falls dich die Predigt angesprochen hat oder du einfach nur Gebet brauchst, sind wir gerne für dich da. Schreib uns eine E-Mail an gebet@missionswerk-sdf.de oder lass uns telefonieren, montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter der eingeblendeten Telefonnummer. Wenn du noch weitere Predigten hören möchtest oder über unsere Teachings mehr erfahren willst, findest du diese auf unserem YouTube-Kanal. Aktuelle Infos findest du auf Instagram oder Facebook. Du bist auch herzlich eingeladen zu unseren Gottesdiensten. Diese finden statt samstags um 18.30 Uhr und sonntags um 10 Uhr. Bitte melde dich per Mail oder per Telefon auf jeden Fall bei uns an. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche dir Gottes reichen Segen.